Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Wir machen heute bei den Quests mit Feral weiter. Und ja, wir schauen mal, was auf uns zukommt. Was? Ich bin so beeindruckt, wie du dich für die Werkstatt einsetzt, Lara. Ich habe gesehen, welche Fortschritte du gemacht hast, Lara. Und ich denke, du bist zu weit, dich an neue Gegenständen zu probieren. Ich habe ein paar einfache Anleitungen an der Näh- und Sattlerstation hinterlegt, die du ausprobieren kannst. Um noch mehr Anleitungen zu bekommen, erfülle einfach weitere Bestellungen von der Bestelltafel. Während du als Lehrling immer besser wirst, werde ich dir auch immer neue Anleitungen für Kleidung und Reitzubehör geben. Okay, sehr cool. Viel Erfolg mit den Anleitungen, Lara. Tobi! Tobi! Hast du meine Eule Tobi gesehen? Er ist losgeflogen, um sich seinen Mitternachtssnack zu holen und nicht zurückgekommen. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Glaubst du, er steckt vielleicht in Schwierigkeiten? Lara, kannst du mir helfen, nach Tobi zu suchen? Natürlich. Wo ist Tobi? Oje, wo kann er bloß sein? Soll ich ihn jetzt einfach suchen gehen? Ich denke mal. Hier ist irgendwo ein Kreis. Ah, da. Da bist du ja, Tobi. Du hast ein Nest gebaut? Ist es dir auf der Sitzstange nicht gemütlich genug, kleiner Kerl? Moment mal. Ist das etwa ein... Tobi, du hast Mama. Das ist jetzt aber eine überraschende Entwicklung. Anscheinend ist eine kleine Eule unterwegs. Wie aufregend. Ich habe dich wirklich viel in der Werkstatt gesehen. Denk nicht, dass mir entgeht, wie hart du arbeitest. Ich glaube, du bist bereit für ein paar neue Anleitungen. Ich habe sie in der Arbeitsstation für dich hinterlegt. Viel Spaß bei der Herstellung, Lehrling. Okay, wir haben aber auch gleich noch eine Quest. Aber ich möchte mir erstmal Tobi ein bisschen genauer angucken. Wahrscheinlich bekommen wir dann das Baby von Tobi, oder? Könnte ich mir fast vorstellen. Würde sich ja zumindest anbieten. Dass er das jetzt über die Zeit halt ausbrütet. Oder sie. Ist er jetzt eine Er oder eine Sie? Ich blick da nicht so ganz durch. Eigentlich müsste es eine Sie sein, aber Tobi ist doch eigentlich ein männlicher Name. Oder dachte Feral die ganze Zeit, Tobi wäre ein Er, aber es ist eine Sie. Ich bin verwirrt. Okay, wir reden weiter mit Feral. Mir haben Kunden geschrieben, wie dankbar sie für all die Waren sind, die du immer herstellst und ausliefert. Lieferst du. Dein Ruf und deine Fähigkeiten werden immer besser. An der Arbeitsstation warten neue Anleitungen auf dich. Probiere sie aus, wenn du Zeit hast. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen weiter farmen. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns doch heute einfach um die Sachen. Wir brauchen ein Netz, Kräutertee und Kräutertee. Das sollten wir doch hoffentlich hinbekommen, obwohl ich mir nicht sicher bin, weil ich hatte letztens das Problem, dass ich den Kräutertee nicht mehr herstellen konnte. Dasselbe Problem hatte Cell aber auch und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Ja, hier Kräutertee. Aber eigentlich habe ich Kamille. Das ist halt das Ding, weil, oder habe ich Kamille? Doch, ich habe zum Beispiel 3 Kamille. Aber es funktioniert dann nicht gut. Dann stelle ich halt ein Netz her. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem an dieser Sache ist. Und ich schaue dann mal gleich hier, was ich hier noch herstellen kann. Aber dann haben wir wenigstens erstmal das Netz. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was das sein könnte, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Oh, ein Zaumzeug. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Seil 3-mal und 3-mal roter Stoff. Das sieht aber auch richtig schön aus.
Rosa. Ach, das sind jetzt alles Rosa, so verschiedene Farben. Ah, nicht schlecht. Haben die gute? Ja, die haben sogar gute Werte. Sehr cool. Und hier drüben? Oh. Kappe, 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 Handschuh, Handschuh, Handschuh. Okay, man kann da wahrscheinlich verschiedene Sachen herstellen. Wir brauchen rosa Stoff dafür. Okay, rosa Stoff scheint erstmal ganz gut zu sein. Müssen wir schauen, dass wir den herstellen. Oder hier brauchen wir auch grünen Stoff. Ich weiß jetzt nicht, welche am besten einfach mal alles herstellen, oder? Und hier, ich glaube, ich nehme den lila Stoff. Ich schaue mal, ob ich lila Stoff. Ah, nee, dann brauchen wir Faber Röt. Und die habe ich so gut wie nie. Ich habe zweimal Faber Röt, aber das ist nicht genug. Dann muss ich erstmal ein bisschen mehr farmen gehen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt vielleicht erstmal das Netz weg. Ich finde das schade mit den Kräutertee. Ich weiß nicht, was da jetzt genau das Problem ist, dass ich das nicht herstellen kann. Weil, wie gesagt, man braucht ja noch zweimal Kamille. Und ich habe aber dreimal Kamille. Deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, warum das nicht funktioniert. Ah, ich wollte auf die Südhof-Farm. Habe ich die Sachen jetzt angenommen? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich glaube schon, weil jetzt dieses Abgebeding. Dann können wir wenigstens das eine. Aber es ist schade, dass das nicht funktioniert, weil natürlich würde ich viel, viel mehr erfahren können, wenn ich jetzt diesen Kräutertee abgeben könnte, was jetzt aber den Umständen her leider nicht funktioniert. Da heute Sonntag ist, werde ich heute Nachmittag eh nochmal streamen. Also ihr seht das Video sehr wahrscheinlich an einem Dienstag, aber für mich ist heute Sonntag. Und deswegen werde ich heute Nachmittag dann wahrscheinlich die Faber Röt, oder warum man das jetzt richtig nennt. Wahrscheinlich müssen wir Farben mal schauen oder einsammeln, wenn ich es finde. Aber ich schaue mich jetzt hier nochmal kurz auf Südhof ein bisschen um, ob ich noch ein paar Kleinigkeiten finde. Ich reite dort hinten nächstes Mal kurz im Kreis. Hier ist zum Beispiel noch ein bisschen Flachs. Mal sehr gut, aber Flachs habe ich wirklich ausreichend. Also, das habe ich so super viel. Das gibt es gefühlt auch an jeder Ecke. Ja, ich habe fast 30 Flachs. Moos ist auch ganz gut und der Rest ist so okay. Aber ich muss sagen, ich suche jetzt auch nicht direkt nach den Sachen. So wie jetzt zum Beispiel. Sondern ich sammle sie halt ein, wenn ich ihnen bei meinen Levelrunden über den Weg laufe. Und da ich nur Samstag und Sonntag eigentlich richtig leveln gehe mit meinem Pferd. Einmal zum Clubtreffen am Samstag und dann zum Stream am Sonntag. Kommt da jetzt natürlich nicht so viel rum, als wenn man jetzt natürlich jeden Tag jede Menge Sachen sammelt. Ich weiß, man bekommt auch Erfahrungspunkte, wenn man eine bestimmte Menge von Sachen abgibt, aber das möchte ich nicht machen, weil ich dann doch lieber durch die Herstellung. Weil ich halt so selten sammeln gehe, das mir so zusammensuche. Gut, ich reite jetzt nochmal auf den Hügel dort hinten drauf und schau mal, ob ich dort noch eine Kleinigkeit finden kann. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, will ich das Video jetzt auch nicht unnötig lang in die Länge ziehen, da jetzt eh nicht mehr so viel passiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann irgendwann demnächst, ich weiß nicht wann und mit was, zu etwas Neuem hier in Starsleben wieder. So viele Möglichkeiten habe ich ja leider nicht mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.